Und ich habe mit Leuten aus Katar gesprochen, die voll gegen die WM waren, Kataris, ja. Die haben gesagt, das hat so viel Gutes mit sich gebracht, wo sie niemals mit gerechnet hätten, ja. An allererster Stelle, was für mich absolut super war, war ganz am Anfang die Haltung von Katar zu diesen LGBTQ-Binden oder One-Love-Binden. Dass die trotzdem darauf bestanden haben, dass das nicht getragen werden soll. Natürlich, die haben in verschiedenen Sachen, es geht nicht darum, die zu loben, sondern es geht darum, etwas daraus zu lernen. Die haben in verschiedenen Sachen natürlich, sind die Kompromisse eingegangen, die totaler, die natürlich normalerweise nicht gehen. Aber die Wirkung, die das hatte, die ist gewaltig. Zum Beispiel, erstmal, da war ein katarischer Minister am Diskutieren mit einem von der Bild-Zeitung über diese Binde und über LGBT. Und er hat komplett auf seinen Standpunkt beharrt und gesagt, das ist bei uns so, unsere Gesetze gehen nach dem Islam und im Islam gibt es das nicht, ist verboten und ihr habt das zu respektieren. Ja,